Ich wette, dass du das noch nie zuvor gehört hast. Das sind die 10 Dinge, die wir brauchen, um uns in jemanden unsterblich zu verlieben. Wenn du ihm so begegnest, dann wird ihn das umhauen. Diese 10 Dinge treffen aber nicht nur auf Männer zu, sondern es sind auch 10 Dinge, auf die du total anspringst. Ja, verlieben ist etwas, das man wissenschaftlich erfassen kann. Aber trotzdem, ich weiß es so, oh, ja, aber es ist ja trotzdem romantisch und magisch und es ist ja trotzdem was Wunderschönes. Aber es gibt halt Menschen, die suchen gerne nach den Hintergründen. Und ich bin auch so jemand und mich interessiert immer total, warum? Warum verlieben wir uns? Was finden Männer besonders attraktiv an einer bestimmten Frau? Was finden Frauen besonders attraktiv an einem bestimmten Mann? Warum hat er sich in mich verliebt? Warum habe ich mich in ihn verliebt? Das ist alles total spannend und das Beste ist, man kann es ja direkt anwenden. Erstens, geheimnisvolle Ausstrahlung. Wir mögen Menschen, die ein bisschen mysteriös sind und die ein bisschen undurchschaubar sind. Weil wenn jemand so ein bisschen geheimnisvoll ist, dann müssen wir über ihn nachdenken. Dann ist nicht alles klar und alles offensichtlich und die Person erzählt dir nicht ihre gesamte Lebensgeschichte gleich beim ersten Date und du weißt alles über den Menschen, sondern du musst dir halt so deine Gedanken machen. Und das ist super attraktiv und das führt wirklich dazu, dass wir uns in jemanden verlieben. Zweiter Punkt, Ähnlichkeiten. Dieser Spruch, Gegensätze ziehen sich an, ist falsch. Es wurde sogar schon bewiesen, dass selbst die Leute, die glauben, dass sie sehr gegensätzlich sind, in einer Beziehung sind, dass sie eigentlich sehr ähnlich sind. Wir mögen Menschen, die uns ähnlich sind, die ähnlich aussehen, die eine ähnliche Einstellung haben, die irgendwie einfach zu uns passen und uns matchen. Und wenn du jetzt sagst, nein, das glaube ich nicht, dann habe ich eine Frage an dich. Frage: Könntest du mit jemandem zusammen sein, bei dem alles passt? Aber der zum Beispiel eine ganz andere politische Einstellung hat als du, wäre da die Liebe größer oder würde dich das abstoßen? Und nimm dir da als Beispiel, ich meine, wenn du dich erinnern kannst, nicht die Geschichte auch mit dem Impfen und so. Stell dir vor, du bist für oder gegen die Sache und der Mensch, in den du dich verliebst, der ist das genaue Gegenteil. Würde dich das davon abhalten, mit ihm eine Beziehung zu führen? Würden deine Gefühle dann weniger werden? Oder würdest du sagen, nein, die Liebe ist größer und es ist okay, dass wir total unterschiedlich sind. Wir reden einfach nicht über das Thema. Und ich habe dieses Beispiel gebracht, weil das eben ein Thema ist, wo die Leute ganz starke Emotionen haben. Und weil ich es auch bei Klientinnen gehört habe, die einen wollen nur Männer, die so sind, die anderen wollen nur Leute, die halt diese Einstellung haben in dem Bereich. Es ist auch okay, wenn du so denkst, ja, aber es ist einfach, finde ich, ein interessantes Gedankenexperiment. Würde das für mich passen, obwohl wir total unterschiedliche Meinungen haben? Drittens, eine begehrenswerte Charaktereigenschaft. So, das ist individuell. Jeder Mensch hat andere Präferenzen. Ja, das wird in der Kindheit geprägt, was wir mögen, aber das entwickelt sich im Laufe eines Lebens weiter. Und manche Männer mögen zum Beispiel ganz besonders, wenn eine Frau fröhlich ist, ja, also die verlieben sich total, wenn eine Frau viel lacht und einen fröhlichen Charakter hat. Andere mögen zum Beispiel total gebildete Frauen, die sich gut ausdrücken können. Andere mögen es wieder, wenn eine Frau total warmherzig ist und so weiter und so weiter. Genauso mögen wir auch an Männern bestimmte Charaktereigenschaften. Frage an dich: Was magst du an Männern? Welche Charaktereigenschaften magst du ganz besonders an Männern? Ich mag Authentizität, das finde ich total sexy, wenn jemand einfach zu sich steht und einfach sagt, was er denkt, das finde ich total super. Selbstbewusstsein, das spielt aber eh Hand in Hand. Intelligenz mag ich, wenn jemand einfach viel zu erzählen hat, viel weiß. Humor mag ich total gern und Herzlichkeit. Herzlichkeit ist mir total wichtig und ein Hauch Spiritualität, aber wenn es nicht so überdrüber, sondern einfach jemand, der offen ist, weißt du, der offen ist für neue Gedanken, für Möglichkeiten, der einfach ja einen spirituellen Zugang ein bisschen hat. Das ist das, was ich super finde. Was magst du an Männern? Hinterlass mir hier einen Kommentar. Ich bin so neugierig, welche Eigenschaften du an Männern besonders attraktiv findest. Sache Nummer 4, die man braucht, um sich zu verlieben, ist bereit zu sein für eine Beziehung. Wirklich, das ist ganz wichtig. Man muss bereit sein, man muss es sich wünschen, das Bedürfnis danach haben, zumindest ein bisschen. Wir werden uns nicht verlieben, wenn wir nicht ready sind. Weißt du, das ist wirklich wahr. Und manchmal, wenn die Leute dir sagen, ich bin noch nicht bereit, manchmal stimmt das. Manchmal sind sie wirklich noch nicht
über die Trennung hinweg oder haben eine Lebenskrise. Weißt du, wenn du gerade eine Lebenskrise hast oder finanzielle Krise hast oder eine Krankheit, mit der du kämpfst, dann ist das ein ganz ein schlechter Zeitpunkt für viele Menschen, nicht für alle, aber für viele ist das ein schlechter Zeitpunkt, um da jemanden Neuen kennenzulernen. Das würde ich auch nicht wollen. Ja? Ich habe auch in den Phasen, wo ich jetzt, ich weiß nicht, wo es mir schlecht ging, wo ich ja, mit Dingen gekämpft habe, da war ich nicht offen für Beziehung. Und das kann man nicht erzwingen, weißt du? Also man muss schon die Bereitschaft haben, sich zu verlieben. Sache Nummer 5. Ihr braucht gemeinsame Zeit alleine, um euch näher zu kommen. Das ist ganz wichtig. Diese gemeinsame Zeit alleine, das wird so oft vergessen und vernachlässigt. Deshalb ist es ja auch so, wenn du in der Arbeit, wenn der Kollege in dich verliebt ist, der ist vielleicht schon seit Jahren in dich verliebt, er findet dich attraktiv, aber nichts passiert. Und du spürst das oder findest das komisch, aber es geht nichts weiter. Weißt du warum? Weil ihr nie Zeit miteinander verbringt, alleine, ohne die anderen Kollegen, ohne irgendwie das beobachtet werden zu können. Diese Alleinzeit ist wahnsinnig wichtig. Das heißt, wenn du so jemanden in deinem Leben hast, schaffe das. Schaffe Momente, wo du mit diesem Menschen alleine bist. Anzeichen Nummer 6, soziale Akzeptanz. Das spielt so ein bisschen mit Punkt 2 als auch zusammen, weil wir überlegen uns immer, auch wenn es unbewusst ist, was werden die anderen über uns denken, wie wird das wirken. Der Mensch ist ein Gruppentier. Der Mensch möchte Zugehörigkeit zu seiner Gruppe haben. Das heißt, wenn wir jemanden kennenlernen, prüfen wir unbewusst, passt dieser Mensch in unser Leben. Und daher ist es auch so, dass oft Religion so ein großes Hindernis darstellt, dass es oft so schwierig ist, wenn Menschen unterschiedliche Religion haben oder komplett unterschiedliche Kultur haben, dass es oft so schwer ist, dass die eine glückliche Beziehung führen, weil einfach die Familie dagegen ist und weil man sich halt denkt, oh mein Gott, ja, wie wird das die Zukunft beeinflussen? Das kann ein Hindernisfaktor sein. Nummer 7, du brauchst aufregende Situationen mit dem Menschen. Ihr erinnert euch an das Hängebrückenexperiment. Da hat man Männer über eine wackelige Hängebrücke geschickt. Das ist wirklich so gefährlich, wenn man so ein bisschen, ja, wenn man es mit der Angst zu tun kriegt. Und am Ende dieser Brücke stand dann eine Dame, die hat dann die Daten aufgenommen. Und die Männer, die über die wackelige, gefährliche Brücke gegangen sind, die haben sich zu der Dame stärker hingezogen gefühlt als Männer, die auf einer ganz normalen Straße auf diese Dame zugegangen sind, wo die Daten einfach bei einem ganz normalen Fußweg aufgenommen worden sind. Also Hängebrücken, aber so viele Hängebrücken gibt es, glaube ich, nicht in Deutschland. Oder in Österreich vielleicht, so in den Bergen irgendwo, aber naja, gut, das ist auch nicht immer möglich. Wie kann man jetzt so Aufregung erzeugen, auch durch neue Orte? Okay? Und das sage ich immer wieder bei den ersten Dates oder auch jetzt, wenn es schon länger mit euch geht und du hast das Gefühl, da ist zu wenig Spannung zwischen euch, Orte wechseln. Geht bitte nicht immer in das gleiche Restaurant, ins gleiche Café, bitte. Ihr geht ins gleiche Restaurant, ihr setzt euch zum gleichen Tisch, ihr bestellt die gleichen Sachen, macht das nicht. Wechselt ab. Neue Orte, neue Situationen schaffen. Und bei den neuen Orten optimalerweise Dinge, die er noch nicht kennt. Ja, wenn du es kennst, okay, ist nicht so dramatisch, aber er soll es nicht kennen, weil dann zeugt es diese Aufregung bei ihm. Und was du auch machen kannst, ist während einem Date 3-mal die Location wechseln. Das sage ich meinen Klientinnen immer wieder. Wechselt die Location. Dann seid ihr hier vielleicht, hier trinkt ihr was, dann geht ihr da esst ihr was, die Nachspeise esst ihr woanders, dann geht ihr vielleicht nochmal wohin. Wenn du die Location wechselst, dann hat er nie die Zeit, sich wirklich an das zu gewöhnen. Ja? Also wenn du da jetzt nur eine halbe Stunde bist und dann wechselst du, dann muss er sich wieder auf eine neue Umgebung einstellen und das ist wieder aufregend. Das ist ganz simpel, ja? Aber das kannst du sofort machen, um sofort stärkere Gefühle zu erzeugen, auch wenn du mit diesem Menschen schon 10 Jahre zusammen bist. Nummer 8. Ein Bedürfnis oder ein Wert wird erfüllt. Etwas, das du brauchst, das du willst. Die Menschen, in die wir uns verlieben, die erfüllen einen bestimmten Wert bei uns. Also etwas, das kann auch was sein, was uns vielleicht fehlt. Ja, in unserem Leben, das ist absolut okay. Deshalb sagt man ja, der ergänzt mich. Ja, ich wünsche mir jemanden, der mich ergänzt. Und es kann einfach was sein, was wir uns einfach zusätzlich wünschen. Beispiele sind zum Beispiel Sicherheit oder Zuverlässigkeit. Oder vielleicht will man auch Status, das ist auch okay. Oder dass man weiß, man kann sich mit dieser Person weiterentwickeln. Da ist Wachstum oder da ist Lebensqualität. Mit diesem Menschen kann ich vielleicht die Reisen machen, die ich immer schon machen wollte. Oder dass man auch nach Gemeinsamkeit sucht, also wirklich nach gemeinsamen Zeit, nach Nähe, nach Intimität. Ja, das sind alles Werte und Bedürfnisse, die du hast. Es können auch mehrere zutreffen.
und die durch diesen Menschen erfüllt werden. Und das ist dann der Moment, wo wir sagen, ja, den will ich, weil der erfüllt etwas, was ich mir sehne. Nummer 9, der X-Faktor. Und ich nenne es X-Faktor, weil es ist bei jedem Menschen unterschiedlich und du kannst das vorher nicht wissen, außer du fragst. Aber der X-Faktor ist so ein körperliches Merkmal, das du besonders gut findest, okay? Ich meine, du kannst jetzt mal überlegen, wenn es eine körperliche Sache gibt, die du an Männern ganz besonders gut findest, was ist es? Ja, ist es die Stimme, die Hände, ich weiß es nicht, die Haare, die Körpergröße, was ist das? Ja, also jeder hat da so sein ganz spezielles Ding und Männer haben das bei Frauen auch. Das ist aber wirklich total individuell. Ich habe mal so eine Umfrage gemacht, habe einige Männer interviewt und gefragt, was in einer Frau jetzt, was der X-Faktor ist. Ich habe alles Mögliche gehört, wirklich. Von Busen, ja, ich meine, ja klar. Einer hat gesagt, nein, also der Bauch. Ja, also er mag Bauch so gerne, ja, mag einen schönen Bauch. Dann jemand anders hat gesagt, die Kurven sind ihm so wichtig, ja, also dass die wirklich eine schöne kurvige Frau, das will er unbedingt, ja. Jemand anders fand Haare super sexy, jemand anders die Augen, einer fand die Stimme schön, einer mochte Frauen, die kleiner sind, einer mochte Frauen, die größer sind. Also da war wirklich alles dabei. Das ist individuell. Natürlich, das wird auch geprägt, auch in der Kindheit. Ja, ja, also diese Präferenzen werden geprägt in unserem Leben und dann vor allem in der Teenagerzeit auch. Ist so, ja, kann sich ein kleines bisschen ändern, aber im Endeffekt haben wir schon so unseren X-Faktor, den wir suchen in einem potenziellen Partner. Und dann Punkt Nummer 10, und das ist enorm wichtig, ist die Reziprozität. Was heißt Reziprozität? Das heißt, es wird erwidert. Der andere mag uns auch. Das brauchen wir. Zumindest die Hoffnung, das Gefühl, dass da was ist, weißt du. Es muss jetzt nicht fix ausgesprochen sein, aber wenn du das Gefühl hast, dass es eine Chance gibt und wenn es auch nur eine kleine Chance gibt, dass dieser Mensch auch in dich verliebt ist oder dass das was werden kann mit euch, dann geht's ab. Ja, dann ist das Feuerwerk der Gefühle entflammt und dann hast du diesen Menschen gefunden, auf den du schon so lange gewartet hast. Wenn diese Punkte auf deinen Traummann zutreffen, dann hoffe ich, sie treffen andersrum auch für ihn auf dich zu und dann seid ihr hoffentlich bald in einer glücklichen Beziehung miteinander. Kennst du schon mein E-Book Pandoras Geheimnis? Du kannst ein kostenloses Kapitel aus Pandoras Geheimnis jetzt gleich hier lesen. Das kannst du dir hier holen in der Mitte oder auf dem Link unter dem Video und da erfährst du, wie sich ein Mann in 10 Schritten verliebt, also wie du wirklich vom ersten Augenkontakt in eine feste Beziehung mit deinem Traummann kommst. Willst du das lesen, dann klick auf den Link hier in der Mitte oder unter dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Liebe, und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.